Herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum neuen Video auf meinem Kanal Crypto Night Owl. Wir reden heute ganz kurz, bevor wir zum Hauptthema kommen. Die USA steht vor dem Zahlungsausfall. Die Schuldenobergrenze ist erreicht. Was das für unseren Bitcoin und unsere Kryptowährung heißt oder heißen kann, ist mega interessant. Also das lohnt sich auf jeden Fall. Wir sprechen natürlich über Ripple und Ripples XRP. Ripple geht jetzt mit ihrer eigenen CBDC-Plattform an den Start. Wir wissen, das Grundgerüst steht ja schon eine ganze Weile. Der XRP-Kurs rüstet sich meiner Meinung nach für ein fulminantes Comeback. Also hier wird es die nächsten Tage und Woche richtig spannend. Zum Schluss gehen wir noch kurz auf einen neuen Meme-Coin ein. Da hat mich jemand gefragt, was ich von Copium halte. Opium. Ihr kennt meine Meinung zum Thema Meme-Coins, aber das habe ich mir nochmal genauer angeschaut und den finde ich wirklich sehr, sehr spannend, aber da gehen wir gleich drauf ein. Lasst mir sehr, sehr gerne vorneweg ein Like, ein Abo da, das würde mich mega freuen und meine Arbeit hier unterstützen. Wie gewohnt, nach dem Intro. Peace. Crypto Night Owl, Mann, ich wache über den Markt und gebe Alarm, doch bekomm nicht gleich einen Herzinfarkt. Analysiere den Bitcoin sowie Ethereum. Ich halte es für eine Chance, andere halten uns für dumm. Gehen wir direkt rein, liebe Leute. Zeitpunkt der Aufnahme 17 Uhr. Ich hoffe, ich bekomme es bis 19 Uhr hochgeladen, wenn ich mir nicht so viel verspreche und schneiden muss. Mehr up to date geht eigentlich nicht. Der Kryptomarkt hängt einfach fest und das hat meiner Meinung nach auch damit zu tun, ein ganz, ganz großer Aspekt, die Schuldenobergrenze der USA ist erreicht. Mit 31 Billionen US-Dollar ist sie de facto jetzt erreicht worden und die USA steht de facto nochmal vor dem Zahlungsausfall. Voraussichtliche Nutznießer dieser Schieflage werden etablierte Wertaufbewahrungsmittel wie Gold und Bitcoin und natürlich Silber sein, Edelmetalle. Denn einerseits werden Anleger und Investoren ihr Geld wohl von risikobehafteten Investmentprodukten in diese sicheren Alternativen verschieben. Und andererseits ist ganz besonders die marktführende Kryptowährung weitestgehend unabhängig von den weiteren politischen Entscheidungen. Also es wird mega spannend. Und was sagt Robert Kiyosaki und was sage ich immer, obwohl es keine Anlageberatung ist und ihr immer, das sage ich immer wieder, auch hier wir Krypto-Influencer oder Krypto-YouTuber, wir müssen da seriös bleiben und jeder, der euch irgendwas verspricht oder ja, das kann man einfach nicht machen. Man muss ja immer bei der Wahrheit bleiben. Es ist immer noch absolut risikobehaftet, unsere Kryptowährung. Aber meiner Ansicht nach ist Bitcoin das absolut sicherste Invest und zieht der Bitcoin da nach oben und ist er da der sichere Hafen, wie bei den letzten Bankenturbulenzen, dann geht die Reise hier doch richtig ab und ich werde da auch weiter investieren. Wir sind hier definitiv auf dem richtigen Weg, was Kryptowährungen angeht. Die Zukunft wird so krass, das könnt ihr mir glauben. Gehen wir rüber zu Ripples XRP. Ihr lasst mir natürlich sehr, sehr gerne eure Meinung zu der ganzen Schuldenobergrenze-Thematik gedönst da in den USA, was da abgeht oder was da im Endeffekt nicht abgeht. Die USA wird am Ende schon mit irgendeiner Lösung um die Ecke kommen. Wir werden es sehen. Auf jeden Fall gehen wir rüber zu Ripples XRP. Ripple startet Plattform für CBDC-Entwicklung und kauft Schweizer Kryptoverwahrer. Das war ja schon gestern oder vorgestern. Ja, leider konnte ich darüber nicht berichten, aber ihr habt es bestimmt mitbekommen. Die Übernahme des Schweizer Kryptoverwahrers Metago wurde bekannt gegeben für 250 Millionen Euro, glaube ich, oder? Ja, 250 Millionen US-Dollar natürlich. Euro, US-Dollar. Ripple startet eine Plattform für digitale Zentralbankwährung. Das haben sie schon lange gemacht. Das Grundgerüst, das steht ja schon ewig und 3 Jahre, die es Zentralbanken, Regierung und Finanzinstituten ermöglicht, ihre eigenen digitalen Währungen auszugeben. Das geht aus einer Pressemeldung vom 18. Mai hervor. Über die Plattform von Ripple können staatliche Institutionen den gesamten Lebenszyklus der CBDCs verwalten, anpassen, einschließlich Prägung, Verteilung, Rücknahme und Vernichtung, Burn von Token. Ja, das hört sich alles nicht so gut an. Kontrolle, absolute Kontrolle, Verteilung, Rücknahme, Verwaltung. Das sind alles Worte, die uns nicht gefallen. Aber was soll ich euch sagen? Das wird kommen. Und
Da müssen wir zusehen, dass wir davon einen Nutzen ziehen. Ganz ehrlich, deswegen sind wir hier und es wird so kommen, früher oder später. Aber das auf jeden Fall erstmal richtig geil. Der Teilsieg wird ja auch noch beschrieben mit den Hinman-Dokumenten. SEC veröffentlicht historische Hinman-Rede. XRP-Kurs rüstet sich für ein grandioses Comeback. Und das sehe ich genauso. Haltet euch fest. Und wir haben es gesehen, XRP zum Zeitpunkt der Aufnahme schon auf 46 US-Dollar-Cent gestiegen. Ja, lasst da ja keine FOMO aufkommen, aber am Ende nicht, dass man sagt, oh, hätte ich nur mal gekauft bei 46 Cent. Aber das muss im Endeffekt jeder selber entscheiden. James K. Phelan, ein ehemaliger Bundesanwalt, hat den Termin für die Veröffentlichung der Rede von William Hinman bekannt gegeben. In dem Bericht steht geschrieben, der Rechtsstreit zwischen Ripple Labs und der SEC steht kurz vor der endgültigen Entscheidung, da die Ripple-Anwälte nichts unversucht lassen. Ein entscheidendes Beweismittel ist die Rede des ehemaligen SEC-Abteilungsleiters William Hinman aus dem Jahr 2018, in dem er Ether, Ethereum als Nicht-Wertpapier, ja, das wissen wir mittlerweile, und das ist wirklich ein massiver Impact. In einer Erklärung an Ripple-Enthusiasten hat James K. Phelan, ein ehemaliger Bundesanwalt, erklärt, dass die Parteien bis zum 6. Juni 2023 Zeit haben, die geschwärzte Version des Urteildokuments öffentlich zu machen. Ja, Namen, Daten und so werden da geschwärzt. Müssen sie auch, ist ja auch kein Problem. Dieses muss 21 Tage nach der Entscheidung des Gerichts über den Antrag auf Genehmigung der Dokumente zur Öffentlichkeit eingereicht werden. Das wäre der 6. Juni. Hier riecht laut des Berichtes alles nach einer nun doch bevorstehenden Einigung. Laut Prosper, eines absoluten XRP-Enthusiasten, wer sich schon eine Weile damit beschäftigt, dem sollte der Name schon mal über den Weg gelaufen sein, ist es wahrscheinlich, dass dies zu einem Vergleich führen werde, da beide Parteien nicht wollen, dass ihre vom Gericht freigegebenen Dokumente öffentlich zugänglich werden. Also hier spitzt sich die Lage zu. XRP hat aufgrund der positiven Stimmung gute Chancen, eine Kursrally zu starten. Das Asset ist in den letzten 7 Tagen um 8,7% gestiegen und wurde bei Redaktionsschluss für 0,46 US-Dollar Cent gehandelt und bereitet sich wohl auf ein bullisches Comeback vor. Sehe ich genauso. Also ja, ich habe mich schon so oft mit Leuten unterhalten, die dann irgendwie sagen, ah, das wird alles auf Null gehen und dieser ganze Müll und XRP, das braucht kein Mensch. Ihr werdet noch eines Besseren belehrt. Glaubt es mir. Glaubt es mir. Glaubt es mir. Kommen wir zu Copium. Habt ihr von diesem Coin-Token schon mal was gehört? Ja, man denkt, Meme-Coin hin und her. 90% der Meme-Coins haben ja auch absolut keinen Nutzen. Aber jetzt kommt Copium. Den stelle ich euch mal kurz vor, weil mich auch jemand drum gebeten hatte. War nur eine Person, aber ich mache das. Gehen wir auf den Copium-Coin ein. Ihr habt es ja mitbekommen, der ganze Meme-Hype um Pepe, um, ja, was weiß ich nicht alles, Sponge-Token, wo zumindest bei Pepe Millionäre hervorgegangen sind. Und das kann jetzt wieder eine Mega-Chance sein, aber Vorsicht, hier steht auch drin beschrieben und das lese ich nochmal vor, weil man kann es nicht klarer sagen, das ist einfach sowas von Fakt. Da, wo viel Licht ist, ist auch viel Schatten. In den letzten Wochen sind Dutzende neuer, vermeintlicher, aussichtsreicher Meme-Coins auf den Markt gedrängt, meist mit halbherzigen Twitter-Profilen und mit dem einfachen Versprechen, der Next Big Meme-Coin zu sein. Ja, die Trittbrettfahrer haben die Gunst der Stunde genutzt. Scams, Pump and Dump. Also passt da wirklich auf. Es gibt da einfach diese Mega-Probleme. Hier steht es auch nochmal schön beschrieben. Der Meme-Coin-Markt leidet zunehmend unter kurzfristigen Aussichten. Interessenkonflikt der Community, keine Version, keine Utility oder Anwendungsfälle. 90% sind einfach Schrott. Aber jetzt kommt Copium, die haben sich wirklich was auf die Fahne geschrieben. Die möchten was ändern und sie möchten diesen Pump and Dump entgegenwirken oder dass beim Listening dann auf irgendwelchen Plattformen der Coin nach unten geht. Das erkläre ich euch gleich. Aufmerksame Beobachter des Meme-Coin-Marktes haben dieses Problem schon länger auf dem Radar. Doch eine kleine Gruppe an intelligenten und gewieften Krypto-Veteranen hat sich überlegt, wie man dieses Problem lösen könnte. Genau daraus ist die Idee für den neuen Meme-Coin Copium entstanden und genau diese Probleme zu lösen. Was ist Copium Coin? Copium ist eine neue, einzigartige Meme-Coin-Generation, welche mit einem
durchdachten, community-orientierten Ansatz, raffinierten Token-Economics und sein Fair-Launch-Modell einen neuen Standard im Memecoin-Bereich prägen wird. Das Projekt, gestartet unter dem Motto Cope Harder, leitet seinen Namen aus dem Kunstwort Copium, einer Anwandlung des bekannten Hopium, Hope, Hopium, bestehend aus Copying und Opium ab. Hier ist die Seite, die verlinke ich euch nochmal. Also der Kollege sieht schon ziemlich spooky aus. Aber ist ja egal, wenn mal ein bisschen was dahinter steckt, das wäre doch nicht schlecht. Auch Airdrops sind hier noch geplant. Doch das Wichtigste ist, durch ein Private Sale und die Kombination aus Token Rewards und NFT Airdrop wird ein kompatibles Anreizsystem geschaffen, das frühes Investment und langfristiges Hodling. Wir sehen uns mal die Alleinstellungsmerkmale des Projektes im Detail an. Private Fair Launch war auf die ersten 200 Wallets begrenzt und bietet enorme Vorteile wie NFT Airdrops und hohe Token Rewards. Token Look Copium hat seinen Meme Coin mit einem strengen Token Look konzipiert. Ganz wichtig ist dort der Hodling Anreiz. Die ersten 200 Investoren im Private Sale erhalten Zugang zu exklusiven NFT Drops und erhöhten Tokenbeständen, wobei die Anleger mit der längsten Haltezeit und der höchsten Anzahl an gehaltenen Token auch den höchsten Reward abräumen können. Der Early Investor für langfristige Treue gegenüber dem Projekt belohnt werden, entfällt die Gefahr eines Pump und Dumps. Und das finde ich mega wichtig. Außerdem legendärer Meme-Ansatz. Copium ist ein legendärer Begriff in der leidenschaftlichen Krypto-Community. Jeder Trader kennt das fatale Gefühl, zum Höhepunkt des Bullenmarktes gekauft zu haben. Kenne ich. Und zusehen zu müssen, wie man im Bärenmarkt Verluste einstreift. Aber man fährt ja nur Verluste ein, wenn man verkauft. Kombiniert mit dem kultigen und originellsten Wojcik-Memes wird Copium bestimmt zur viralen Sensation. Werden wir sehen, ob sich da ein Invest lohnt. Müsst ihr selber entscheiden. Ich kann es euch nur anbieten. Ich hoffe, ich konnte deine Frage damit auch beantworten. Enormes Potenzial ist da sicherlich da, immer, überall. Wie sich das denn langfristig entwickelt, ob sich das mit dem Hodling-Ansatz da wirklich bezahlt macht, muss man selber sehen. Mit Spielgeld rein, ja, warum nicht? Ist ein ERC-20-Token, also ist auf der Ethereum-Plattform aufgebaut, wie nahezu fast alle Meme-Coins, das muss man auch dazu sagen, wer davon nicht zählt, Finger weg. Ansonsten könnt ihr das mit einem MetaMask-Wallet verbinden, über Ethereum kaufen, USDT, so sieht die Seite aus. Da kann man sich ganz einfach durchklicken. Echt ein bisschen gruselig, aber zieht es euch mal rein. Findet man sehr viel darüber im Internet und geht zurzeit einfach mega viral. Okay, liebe Leute, lasst mir sehr, sehr gerne ein Like, ein Abo da. Würde mich mega freuen. Ich wünsche euch noch weiterhin ein richtig geiles Wochenende. Genießt die Sonne, haut rein, bis zum nächsten Mal. Peace. Drum hinterlass ein Like und auch ein Kommentar. Lass meine Glocke klingeln, so wie bei einem YouTube-Star. Crypto Night Doll, für euch bin ich nachtaktiv. Bleib up to date, denn jeden Tag geht etwas schief.